Wir sind im High Rollers Club und sind mit Nick, heißt der, oder? Noch nicht ganz fertig. Da, wo wir hingehören, High Rollers Club. So ist es. Heute schon betrogen, Nick? Ne. Sollen wir mit ihm noch besprechen? Mit den Kätzchen alles schön legal? Ja, sie halten sich ausgesprochen sauber. Wer ist dein Favorit im vierten Rennen? Also, da ist diese weißpfotige Mieze in Box 2. Die könnte schnell sein. Allerdings hat sie eine leichte Augenentzündung. Aber du denkst, sie kann es trotzdem schaffen, stimmt's? Nein. Das Triefauge wird verlieren. Aber man weiß ja nie. Und dann mache ich ein Vermögen. Ich muss es einfach mal sagen. Ich hasse Katzen. Ich auch. Aber sie halten den Laden hier in Schwung. Tja. War nett, mit dir zu plaudern, Nick. War mir ein Vergnügen. Aber also diese Dialogoption mit ich brauche wirklich einen Anwalt, kommt immer wieder. Probier nochmal irgendwie noch irgendwas anderes da machen. Also das ist ein bisschen auffällig, dass das immer wieder kommt. Naja, man muss ihn schon quasi irgendwie rumkriegen. Heute schon betrogen, Nick? Ne. Die Frage ist nur, warum? Es kann ja nicht nur um das Etui gehen. Virago, ich brauche wirklich einen Anwalt. Tja, mein Terminkalender ist voll. Was machst du jetzt? So, kurz gucken. Aber wir können ihn ja pressen. Ich glaube nicht, dass aber probier, mach einfach mal. Ich könnte Max von dir und Olivia erzählen. So eine Behauptung könnte einen Mann wie Max ein wenig in Rage bringen. Besonders, wenn der Verräter keinen Beweis hat. Max und ich sind Freunde. Er wird mir glauben. Die Leute glauben, was sie glauben wollen, Calavera. Und ich will glauben, dass du klug genug bist, keine dummen Gerüchte in die Welt zu setzen. Ich muss mal kurz mit Max sprechen. Und ich hoffe, wenn ich zurückkomme, bist du weg. Denn dein Anblick macht mich krank. Vielleicht lässt das den Tweet liegen? Na, alles richtig ja, gemacht. Ja, ging ja. Wir haben wieder alles. Komisch, ich dachte, man muss gar nicht den Beweis finden mit dem Foto. Nee, vielleicht kommt das noch, aber so haben wir es schon mal. Oh Mann, das gibt garantiert Ärger. Kannst du untersuchen gleich beim Inventar? Schau mal, ja. Das kriegt man bestimmt nicht einfach so auf, oder doch? Hallo. Okay, Max, achso, das ist die Zugangskarte hier. Pipette. Pipette, da. Das ist Viragos Zigarettenetui. Da drin klappert etwas. Es gibt garantiert irgendwo ein Geheimfach, aber ich kann nichts entdecken. Ich krieg den Teil, in dem ich den Schlüssel vermute, nicht auf. Okay, das finden wir schon noch raus. Ich hab irgendwie. Kriegen wir schon noch raus. Nee, keine Ahnung, kriegen wir schon noch raus. Sag ruhig, was du denkst. Nee, mir fällt's nicht ein. Ich bin jetzt. Achso, da komme ich wieder raus. Wir haben die Idee im Anarsch, aber ich weiß nicht genau. Was hat's denn auch mit diesem komischen Lagerraum auf sich? Na, schau an. Okay. Keine Ahnung, aber. Es sind noch so ein paar Orte, wo ich gar keine Ahnung habe, was das soll. Das Leichenschauhaus, dann diese Zelle da oben drüber. Oder das hier. Ja, oder das hier. Also es gibt so ein paar Orte, aber das Leichenschauhaus war ja richtig mit Dialogen oder Lagers. Also. Naja, ich würde jetzt gerne mal die Sache mit der Pipette ausprobieren, ob das denn nun wirklich stimmt. Die Spüllösung mal pipettieren. Außerdem würde ich gerne mal wissen, warte mal, also hier war der... Hier ist das mit dem Abschnitt auch, ne? Wir müssen das mit diesem Wettabschnitt nochmal fälschen. Aber da müssen wir eigentlich, glaube ich, im Voraus irgendwie einen Hinweis drauf haben, wer das Rennen gewinnt oder gewonnen hat. Wir müssen zuhören, wer das Rennen gewonnen hat, gerade unten. Und dann müssen wir nachträglich sozusagen, was ich meine? Ach so. Die sagen, kann man das nicht hören von hier aus oder so? Irgendwie habe ich hier schon mal was von dem Wettabschnitt. Ja, es war schon so ein Lautsprecherdurchsage, war hier mal. Genau, dann müssen wir einfach nachträglich diesen Wettabschnitt fälschen von dem, der gerade gewonnen hat, von der Katze. Aber gerade kommt nichts. Kann ich runterschauen oder? Warte mal, wir müssen hier nochmal hin. Achso, da kommt jetzt so Carla wieder rauf. Ja, nee. Wenn du unten stehst bei der Menschenmenge? Ach, schau mal an, da waren wir auch noch nicht. Noch ein Raum. Aber wie geil sieht die denn aus? Wow, da war aber ein Katzenliebhaber am Werk.
Geliebte Feuerpfote, diese majestätische Katze war viele Jahre Halter des Geschwindigkeitsrekordes und Liebling der Massen in Rubakawa, bis ihre Karriere plötzlich und unerwartet in der zweiten Rennwoche der Saison ein tragisches Ende fand, als das Luftschiff Olivia 1 auf seinem Jungfernflug auf die Rennbahn stürzte und explodierte. Viele der zutiefst betroffenen Fans beteuerten später, dass Feuerpfote vor der Explosion in Führung lag. Diese Geschichte. Fuji, dieser Geruch, es peor que la muerte. Riesiges Katzenklo. Dies ist das Loch, durch das Carlas Metalldetektor gefallen ist. Oh nein. Ist der jetzt in der Scheiße, oder wie? Im Katzenklo. Da steht revolutionäres Design. Öffnet Futterdosen ohne scharfe Kanten. Dosenöffner, damit können wir das Katzenfleisch gleich aufmachen. Das was? Ich könnte sie mit den Zähnen öffnen, aber so hungrig bin ich auch was wieder nicht. Was ist das überhaupt? Katzenfleisch? Katzenfutterdosen, oder? Ich probiere mal, die damit aufzumachen. Oh, ist das der? Ja. Boah. Ja. Da steht revolutionäres Design. Öffnet Futterdosen ohne scharfe Kanten. Ja. Toll, jetzt riecht es hier drin nach gigantischem Katzenklo und einem undefinierbaren dämonischen Fleischgericht. Mmm, riecht gut, aber eher esse ich. Ich will mir keinen Bruch heben. Da haben wir eben genau gesehen, das Problem mit dem 3D und den an den Vorgängern und Hintergründen. Ja. Weil es halt nicht so richtig auf der Kante lang gefahren ist. Nee. Was hat das jetzt gebracht? Jetzt habe ich hier aufgemacht. Ja, jetzt riecht es hier nach Katzenfutter. Mmm, riecht gut. Aber eher esse ich meinen eigenen Arm. Ja, auch schon. So geile Sprüche manchmal. Brauche ich irgendwie halt eine Art von Rechen? Das Katzenstreu müsste dringend mal ausgewechselt werden. Das ist genau der Grund, aus dem ich kein Haustier habe. Was denn das? Oder was aus Metall, um die Metalldeckung. So verlockend es auch sein mag, ich kann mich nicht dazu durchringen, in das riesige, dreckige Katzenklo zu springen. Wenn wir mit Metall irgendwie da rüber gehen, dann müsste er piepen, wenn wir in der Nähe sind. In der Sense vielleicht. Die arme Sense. Wie denn jetzt? Brauchen Sie mir gut? Aha! Ja, was, aha. Da piepst was, oder? Natürlich. Ach so, ah, okay. Mit Metall halt da rübergegangen, ah, dann hat man gehört, wenn es piepst. Okay. Ey, wir sind ja voll die Adventure-Profis, der Wahnsinn. Das ist ja aber auch alles jetzt nicht so, also ist schon alles... Ist logisch. Stinkt etwas, aber es könnte schlimmer sein. Das ist logisch. Nur nicht, wozu wir die brauchen. Was ist denn, wenn ich... Achso, ich kann ja im Inventar nichts kombinieren. Nee, das heißt, das ich kann jetzt auch nicht super. Mit dem Metalldetektor irgendwie das Etui absuchen, ob da noch irgendwie ein Versteck ist. Nee, das ist halt ganz super. Eigentlich kannst du halt so, ja... Die Rätsel sind bis jetzt eigentlich ziemlich super immer. Aber warum ich jetzt die Kaxen-Dosenbüchse aufgemacht habe... Ja, das kriegen wir auch noch raus. Dosenbüchse übrigens, ja. So, jetzt müssen wir wieder als nächstes... Ich bin dafür, dass wir irgendwie nochmal das abhören. Wir haben oben schon mal gehört, welche Katze gewonnen hat. Das müssen wir nochmal schaffen. Dann machen wir uns so einen Abschnitt und kriegen irgendeinen Preis. Oder Geld. Oder einen Katzenhut. Was soll das? Ich glaube, wir haben es von oben abgehört. Ja. Ziemlich sicher. Als wir da an der Brust Es gab doch auch zwei so Ticketschalter. Ah, hier noch. Warte mal. Jetzt mal schauen, was der hier sagt. Hallo! Oh, hi! Den Wettabschnitt, bitte! Ja, genau. Oh, ich habe keinen Wettabschnitt. Oh, okay, ciao! Das ist echt gut gemacht. Also die Rätsel haben immer die richtigen Hinweise, finde ich, und so. Man kommt da immer schon ganz gut drauf. Jetzt sagt halt was, kommt. Kann nichts angucken oder machen, dass es irgendwie gestartet wird. Nee, ich kann natürlich den Entwickler-Kommentar abrufen. Den können wir schon, glaube ich. Hä? Du hast das rausgeholt aus der Tasche. The cats racing. We were always so sad that we never showed the cat races, but that was kind of schon. Yeah. Noch was in der Hand. So. Man hört die Katzen rennen. Genau. Stell dir vor, die hätten es komplett wie Mars, dann hätten wir vielleicht die Katzen rennen gesehen. Aber es ist eigentlich jetzt so in der Fantasie fast noch geiler. Wenn man sich so riesengroße Katzen vorstellt. Ich will sie aber auch hören. Das würde mir ja schon reichen.
Ja, aber das würde man schon jetzt hören, wenn da jetzt was wäre. Vielleicht ist jetzt einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Na, das glaube ich nicht, aber stimmt da nicht. Ich möchte jetzt das mit der Pipette mal ausprobieren. Das ärgert mich jetzt total. Gibt Schlimmeres. Nein. Nicht, wenn man die Vermutung hat, man hat alles, mal ein Rätsel zu lösen, dann passiert aber nicht das, was passieren soll. Ich hätte trotzdem gerne. Ja. Soll ich. Und muss rein. Jetzt wüsste ich gerne, wie ich diesen Satz vervollständigen wollte. Mich ärgert es, dass ich diese Sequenz vorhin abgebrochen habe aus Versehen. Ja. Was für ein Kack. Dann ist bestimmt auch noch was da mit dem Mikro oder mit dem Gedicht vortragen oder so machen. Lass sie mal mit dem Mikro vortragen. Wir sehen uns, ja, du coole Braut. Ja, achten, genau, was passiert. Arbeite an deinem Slangmagen. Vielleicht muss man aufpassen, wie sie ihr Gedicht macht, weil sie kann das ja bestimmt. Dann müssen wir es genauso machen. Oder ähnlich, hey, ja. Hey, wie wär's mit noch einem? Okay, Ähnlichkeit. So sinnlos. Viertel, die. Ich balle mich zur Faust. Eruption. Fallen. Das ist aber nachsprechen. Genau das gleiche Gedicht, was ich vorher gesagt habe. Ja, nicht ganz. Doch. Garantiert. Hey, du hast mein Gedicht geklaut. Siehst du? Betrachte es als Hommage. Aber vielleicht ist sie jetzt cool, weil sie unser Gedicht gesagt hat. Wenn wir mit den Leuten nochmal reden. Stimmt's doch wirklich, dann ist am Anfang der Anfang, okay. Der Anfang wäre gleich. Wir sehen uns, du coole Braut. Arbeite an deinem Slang, Mann. Das wäre aber ein komisches Rätsel. Also wenn es so rum wäre. Ja, jetzt, vielleicht reden wir jetzt mal mit denen. Also, was haltet ihr von dem Gedicht? Es hat mir gefallen. Es war deprimierend und wunderschön zugleich. Okay. Genau wie meine Mutter. Ich fand's grässlich. Es war zu kurz und für mich völlig nichtssagend. Wie mein Vater. Ich habe nichts empfunden. Es ist kindisch und egozentrisch. Wie mein Kater, Mr. Trotzki. Okay. Vielleicht müsstest du. Kannst du jetzt, guck mal, ob du das Gewerkschaftsbuch nehmen kannst oder so, was wir damit machen können. Also, warte. Er fand's gut. Er fand's nicht gut, weil es zu kurz war. Und er fand's was zu egozentrisch. Wie seine Katze. Meinst du, wir müssen darauf jetzt achten? Du musst vielleicht das Gedicht so anpassen, dass alle drei das geil finden. Also okay. Es muss deprimierend sein, es muss lang sein und es muss darf nicht egozentrisch sein, oder wie? Naja, vielleicht probier's halt mal. Naja, probieren wir mal nochmal. Ich weiß halt überhaupt nichts mehr von dem Rätsel, aber irgendwie. Also wenn's so Test. Ist. Das ist ein geiles Rätsel. Ja. Ich möchte noch ein Gedicht vortragen. Also, deprimierend. Sterbe ich. Aber das ist egozentrisch. Absolution. Ja, boah. Ähnlichkeit. Biber. Voller Schmerz. Für immer. Aber mit irgendwie was nicht egozentrisch ist? Ja, immer wo es um ihn geht, halt nicht. Ach so. Fiddle-dee-dee. Gesamtheit. Schönheit oder nur die Form? Geh, Baby. Suhle dich ist auch geil. Einheit. Zerbrech den Spiegel mit Schweigen. Der Anruf ist für dich. Die Qual beendet. Qual. Reicht es jetzt schon? Schon lang genug, oder? Mach noch zu welchem Zweck und dann reicht es mal. Noch zu welchem Zweck? Guck mal, was hier zu sagen. Das Gracias. Muchísimas gracias. Er fand's gut. Der rechts hat so rumgezuscht, der linke fand ich aber gut. Hast du gesehen? Das heißt, muss sie jetzt das nochmal machen? Weiß ich nicht. Guck mal. Okay. Oh, scheiße. Wir sehen uns, du coole Braut. Arbeite an der. Hallo. Hast die kaputt gemacht? Ich hab's echt kaputt gemacht. Hey, wie wär's mit noch einem? Okay, sterbe ich. Absolution. Innigkeit. Biber. Voller Schmerz. Für immer. Viertel, die Gesamtheit.
Schönheit oder nur die Form? Geh, Baby. Einheit. Zerbrech den Spiegel mit Schweigen. Der Anruf ist für dich. Die Qual beendet. Der Anruf ist Qual. Für dich. Doch zu welchem Zweck? Ach, sensationell. So. Das ist, glaube ich, da hatten die Autoren so einen Spaß. So, okay, jetzt schreibe mal typische... Hey, du hast mein Gedicht geklaut. Hey, Worte kann man nicht besitzen, Süßer. Typische bedeutungsschwangere Gedichtfetzen. Wir sehen uns, du coole Braut. Arbeite an deinem Slang, Mann. Bald hast du's raus. So, schauen wir mal, was sie jetzt sagen. Hallo. Hey, Kids! Sorry, Manny. In unserer Revolution ist kein Platz für die Bourgeoisie. Genau, Mann. Hier ist kein Platz für fette, reiche Geier, die auf Kosten der Arbeiterklasse feiern. Ja, Hola! Was denn? Mr. Großkotz? Mr. Lenker? Mr. Big Spender ist hier? Dieser ganze Trick funktioniert überhaupt nicht. Das bringt gar nichts. Naja. Was ist denn mit dem Buch? Das kann man gar nicht anpacken, oder was? Ja, die müssen wir erst ablenken. Jetzt probiere ich mal hier das mit der Pipette. Pipetto. Pipetto? War das nicht der Chef vom Ginocchio? Richtig. So war das. Aha. Guck, alles erledigt. So, und jetzt nochmal zum... Vielleicht können wir es ja mehr auf mehreren Stellen benutzen. Das ist die Allgemeinlösung jetzt für das halbe Spiel. Für alles. Alle betäuben und irgendwelche Sachen mit ihnen anstellen. In the final version of the game, are the backgrounds actually just pre-rendered flats? Yes, they are. See, that's yeah. Amazing to me, because, you know, we live in the world of 3D now. We're used to floating the camera around inside of these things. But, you know, once you chose your camera angle to pre-render something, that was it. There you go. No, it's Manny walking around in a blank 3D room with Z-depth. Data to clip him in front of the stuff that he needs to clip in front of. So, also, in der nächsten Folge verabreichen wir einfach jedem, den wir treffen, so eine kleine Dosis von dem Betäubungsmittel und schauen, wie weit wir damit kommen. Im echten Leben klappt das ja schließlich auch. Ja, wie bei Bill Cosby. Bis dann. Ciao.